Hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Special. Ich habe Subnautica ja schon zusammen mit euch durchgespielt, also im Stream. Aber man kann es auch nachträglich gucken. Man muss halt nur nicht auf Videos klicken, sondern auf Livestream auf YouTube. Hier gibt es noch so einen Tab. Und bei Subnautica Below Zero sind wir auch schon mittendrin. Also ja, ich bin ziemlich angehypt von dem Franchise. Das gefällt mir super. Es gibt auch sehr viele tolle Mods, die das Base Building interessanter machen und neue Fahrzeuge einfügen und ganz viel anderer Kladderadatsch. Aber stattdessen wollen wir heute einfach mal nur sterben. Mit dem Death Run Hardcore Roguelike Super Duper Mod des Todes. Und da ich ja doch weiß, dass der eine oder andere drauf steht, mich sterben zu sehen, was ein wenig skurril ist, aber okay, dachte ich mir, nehme ich euch bei den ersten Versuchen mal gleich mit. Also, grob, was macht es? Am Anfang die Kapsel landet an einem random Ort auf der Welt, unter Wasser. Die Luft an der Oberfläche ist tödlich oder toxisch. Ich weiß nicht, ob es instant tot ist oder langsam. Das heißt, man muss so eine kleine Pumpe bauen, um da dann Luft von uns zu bekommen. Da ist ein Filter drin. Die Tiere sind alle aggressiver. Das Wasser ist schlammiger. Das muss ich aber, glaube ich, noch einstellen. Das ist, glaube ich, keine Standardeinstellung. Dann Radioaktivität ist gefährlicher. Einiges an Essen soll auch nicht mehr essbar sein, weil es halt relativ verstrahlt ist. Wenn, Spoiler, das Schiff explodiert, dann verteilt sich die Strahlung halt noch mehr über die gesamte Oberfläche. Das heißt, man sollte möglichst tief gehen, weil in den oberen Wasserschichten ist alles verstrahlt. Das ist abgefahren, was da alles reingepackt wurde. Also gut, gucken wir mal. Mods, Settings, also Death Run. Es wird vorgeschlagen, alles auf Death Run zu lassen. Damage taken, bis zu 100% mehr. Surface Air ist einfach nicht atembar. Also man füllt keinen Sauerstoff auf der Oberfläche. Das weiß ich nicht, was das heißt. Nitrogen and Benz. Das müsste die Taucherkrankheit sein. Also zu schnell auftauchen ist auch nicht mehr. Man hat auch... Das ist ein Ding, was ich echt komisch fand. Die Raumschiffe, also die Motte und die Krabbe, die gehen kaputt ab gewissen Tiefen. Außer sie haben halt Module drin. Der Spieler aber nicht. Menschen sind ziemlich squishy. Und so auf 1300 Meter Tiefe ist das nicht so angenehm. Das wurde hier also auch gefixt. Kann aber erweitert werden durch gewisse Anzüge. Und auch neue Anzüge, die sie reingefügt haben. Also da bin ich schon mal gespannt. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht so weit kommen werden. Death Run. Kosten von gewissen Sachen wurden auch noch erhöht, natürlich. Start Location random. Water murkier. Was haben wir da? Dark. Darker. Darkest. Crazy clear. Nein. Ich probiere erstmal Dark, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Aurora ist Chernobyl. Mild Reminder. Nee. Non-Violent Challenge, dass man keine Tiere töten darf. Okay, also ich bin super gespannt. Also legen wir los. Nein! Nicht lachen. Nicht gut. Gehässig sein ist nicht gut. Die Einstellung hat er übernommen, ne? Was hatte ich jetzt eingestellt? Dark. Gut. Also einmal auf Back klicken und dann auf Play. Neues Spiel. Nee, das... Also man kann es theoretisch auch als Hardcore spielen, aber in der Beschreibung steht drin, man kann es auch Survival spielen. Er hat auch dran gedreht, dass die Respawn-Mechanik angepasst wurde. Was bedeutet, dass man... weniger HP, Essen und Trinken von vornherein hat. Death Run, Start, Rolled In. Gucken, wo wir landen. Und ob ich es wiedererkenne. Karte haben wir nicht. Gibt's übrigens aber auch. Es gibt sehr gute Kartenmods und Minimap-Mods. Also Minimap, weiß ich nicht, die zeigt häufig zu viel an. Aber die Karte, die man nachher noch selber aufdecken muss, die finde ich gar nicht so schlecht. Bonk.
so gut. Lifeboat is sinking. Ja. Wow. Wow. Okay, wir sind über Kopf. Willkommen zum Tesseract. Über Kopf ist schon mal gut. Subnautica Roguelike Difficulty Mod. Das sieht auch ein bisschen anders aus, oder? How long can you survive? Ich schätze 5 Minuten. Mal gucken. First Aid Kit. Good luck. Hi, Fischi. Was? Nein. Geh weg. Was ist die Anzeige oben links? 20%? Da kommt der nächste. Alter, die Jungs hier. 12 Sekunden noch, out of air. Boop, flomp. Ja, safe depths, 10 Meter. Wir Scanner craften. Ich weiß nicht, ob das Scanner gerade so sinnvoll ist. Also lieber mehr Titan bekommen für Fins und das und auch mal. Was zum Heilen wäre auch gut. Das Ding braucht eine ganze Weile, bis es wieder auffüllt. Ich suche jetzt mit Titan. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle von den Dingern. Ich hätte ein bisschen die Hoffnung, dass der Feuerlöscher hier auch was machen kann. Also wenn Gegner ankommt, sie irgendwie verscheuchen oder so. Aber das scheint nicht wirklich gut funktioniert. Funktioniert zu haben. Hab ich 3? Ich hab 3. Safe Depth 16 Meter. Ascending too quickly. Ich bin nicht mal, ich mach gar nichts. Gut. Du stell bitte her. Die Dinger brauche ich gleich. Erstmal den Tank hier. Das ist echt. 23%. Hey Pieper, komm her. New creature discovered. Genau, ich brauche schön viel Titan. The Aurora suffered orbital power failure. Ich bin tot. Jo. 3 Minuten 29 Sekunden. You died and lost some belongings. Ja, wobei, ich soll das echt hardcoreig machen, oder? Das, so macht's wenig Sinn. Ja, okay, warte. Quit. Ja, ja, ist okay. Da, Start, rolled in, cause of death explosion, 329, ein Tod. 217. Eventuell zieht er Punkte ab, wenn man stirbt. Keine Ahnung. Ja, ich hab schon. Ja, was war nicht? Start, dramatic view. Ach, die verschiedenen Spawn-Punkte haben auch eigene Namen. Dass man weiß irgendwann, wo man ist, allein durch den Namen davon. Also Rolled In macht dann Sinn, weil wir in diese Koralle quasi reingerollt sind. Können wir die Startsequenz irgendwie skippen? Ja, kann man, okay. Wir sind... So, erstmal Medkit. Da. Und
Das ist... Oh oh. Ach ja, stimmt, das singt. Ich habe kein Messer. Kann ich ohne Messer die Dinger da abreißen? Nein. Ich brauche Gummi von denen da. Was ist mir viel? Oh. Das ist der kürzeste Run, den ich mir vorstellen konnte. Und ich hätte oben auch gar nicht überlebt. Ah, das war schnell. Okay. Jetzt aber, ne? Hardcore. So. 100 below. Also sind wir schon mal tief unten? Dich. Was war das? Muss er gestorben? Das ist gut. New creature discovered. Ist hier noch irgendwo Schrott? Hier ist noch Wasser. Die Kleine sieht echt knuffig aus, wenn man in der Hand hält. Ja, alles auf dem Kopf. Du. Rubber. Titanium. Messer. Das hilft schon mal. Damit können wir jetzt die Lianen abbauen, dadurch haben wir genug Medkits. Hoffentlich. Tank. Den Kleinen hier kurz brutzeln. Oh. Oh genau, Stromverbrauch haben natürlich auch geändert. Wir haben jetzt 2 von 75, 5 von 75, das ist langsam, kommt das nur wieder voll. Not enough power, wie viel brauchst du dafür? Okay, dann 23 Food, 3 Wasser, scheint soweit okay zu sein. Ich hätte gerne... Achso, es macht keinen Sinn, viel abzubauen, weil wir können eh nicht durchgehend craften. Okay, ich sollte wahrscheinlich daran arbeiten, das Ding zu reparieren, dass es dann vielleicht mehr Energie bekommt und wieder auftaucht. Wir bräuchten... Cave Sulfur. Ja, das ist von diesen Explosivdingern. Was ist mit den Paddeln? Paddel bräuchten nur noch ein oder zwei von den gelben Teilen hier. Den da. Ascending too quickly. Nein. Schön vorsichtig wieder rein. Brauchst du eine Weile. Achso, erst Götter herstellen. Dann keinen Strom haben. Warning. Circuitry Test failed. Ja, alles failed. Solar Panels sind online. Wir sind aber zu tief. Was drin? Oh ja. Dann lass doch die kurz hier.
So. Ich hoffe, bei 10 kann man craften. Auch nicht. Ja. Ja. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Wir haben keinen Scanner. Ich hätte noch mehr Schrott. Seeglider, der wäre super. Bräuchten wir erstmal einen Scanner für. Ah, hier können wir ignorieren. Der Tank ist sehr gut. Sonst wäre ich jetzt schon wieder tot. Titanium, jo. Jetzt aber. Gut. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. Dann hätte ich als nächstes gerne den Scanner, aber da fehlt der Strom wieder. Und mit dem Scanner können wir dann den Seaglider und die anderen Sachen hier erforschen. Also auch, um dann von überschüssigen Fragmenten das Titan zu bekommen. Damit, das ist echt duster. Damit ich anfangen kann, so ein Netzwerk aus Rohren zu bauen für Sauerstoffversorgung. Schrott. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Ich werde auch Kisten bald brauchen. Sending too quickly, ich bewege mich nicht. Wo ist nur ein Fischi? Medkit ist bald durch. Du Scanner. Mit den Batterien werden wir auch vorsichtig sein müssen. Soll ich in der Hand behalten? Mit dem Scanner werden wir wahrscheinlich auch vorsichtig sein müssen wegen Strom. Unpowered! Ach ja, schön, natürlich. Es hat keine geladene Batterie drin. Heißt, wir brauchen. Was bist du? Ein Bug. Heißt, wir brauchen erst Kupfer und diese Pilze, um da irgendwo ranzukommen. Titan verfiebt nochmal. Pilze sind nicht hier unten. Wir sind oben eher in dem Korallengebiet. Schneller auftreiben. Das wollen wir jetzt ja nicht mehr. Hm? Fibermesh. Muss trotzdem hoch. Denn hier sind bestimmt auch irgendwo diese Explosionsdinger. Nämlich eben gerade auch. Es ist dunkel. Die mich eben gerade auch so genervt haben. Aber jetzt könnten sie mir helfen, Schwefelzeug da zu finden. Um.
36 Sekunden. Decompression Warning. Dive to safe depth. Ah, okay, ich bin zu weit von meiner Dingens da entfernt. Nach unten darf ich aber immer, ne? Ja. Deswegen springt die Zahl bei der Safe Depth da auch mal hin und her. So, schmeiß das mal alles rein. Dich kannst du trinken. Essen wir warm uns noch einen Ticken auf. Er ist gleich durch. Ich könnte ein First Aid Kit bauen. Nee. Ich. Batteries and Power Cell. Oh, die haben einen neuen Tab bekommen. Du brauchst ein Diamant und Lithium. Batterie. Ja, okay. Soll ja eine Herausforderung sein, ne? Oxygen efficiency decreased. Ja, okay. Bin hart an der Grenze. Aber gewöhnt sich langsam dran, ne? Ja, 25. Könnte jetzt ganz langsam hoch. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Ja, Pilze bringen aber nichts. Ich. Okay, ich mache das so. Wir gehen. Aurora suffered orbital hull failure. Oh. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ja gut, aber dann explodiert sie gleich. Das wäre nicht gut. Ja, also Batterie können wir knicken. Glider können wir knicken. Ich brauche dich. Ich brauche einfach nur viel Titan, um den Filter zu bauen. Genau. Filter und ein 5er-Set Stangen. Die bauen wir dann langsam runter in Richtung hier. Weil wir können ja nicht einfach ganz schnell nach oben gehen, um den Sauerstoff zu holen. Wir müssen halt langsam nach oben. Aber wenn wir das einmal haben, dann können wir uns da oben auch besser umgucken. Wo Diamanten in der Nähe sind, habe ich keine Ahnung. Aber es wird bald auch Tag. Habe ich irgendwo eine Uhrzeit? Nee, ne? Ist auch gemoddet. Also es gibt halt Mods, wo dann die Aiden die Uhrzeit angezeigt wird. Gib mir Titan. Kann ich das Ding wieder aufheben eigentlich? Passing 100 meters. Oxygen Pick up Flare. Ja. Sehr gut. Habe ich nie benutzt, die Dinger, ne? Oh, das wird jetzt so mega creepy, wenn man damit dann runter in die Alien-Gebiete geht oder so. Vor allem, weil ja alle Sachen jetzt so aggressiver sind. 42 Sekunden. Ah, hier ist was. Gut, Titan. Was kriegt Gold? Schrott. Wir gehen jetzt aber relativ schnell runter, ich hoffe mal, dass es mir keine Probleme macht. 15 Sekunden. Nein! Geht, ne? Ja, ja, es geht. Hey! Ja, schön. Mach du mir bitte ganz viel Titan. Und ein so ein Floating Air Pump und ein paar Stangen. Perfekt. 4, 5. So, und jetzt einfach nur vorsichtig nach oben.
Also so lange, bis die Anzeige oben gelb wird. Und dann einfach hier chillen. Ist tot. Okay, der Schaden ist wirklich... First Aid helps purge nitrogen from the system. Okay. Kann ich die einfach hier loslassen? Komm schon. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Gehört dran da. Okay, wir leben. So, die Pipe hätte ich gerne nicht. Wir hätten jetzt gerne einen Weg runter. The deeper you go, the faster nitrogen accumulates in your bloodstream. Okay. Das ist auch von einem Taucher gemacht. Das merkt man dann, was solche Sachen angeht. Also... Die Laien unter uns, inklusive, wir haben natürlich schon von Taucherkrankheit gehört, aber wie das denn alles genau abläuft, ist nochmal ein anderer Schnack. So, das waren jetzt die 5 Stangen, die wir hatten. Ich bräuchte dann aber eigentlich mehrere, ne? Also mehrere von diesen Flotation-Dingern. Weil wenn ich jetzt ein Stangensystem komplett nach unten durchbaue, dann kann ich trotzdem nach ganz oben aufsteigen. Weil ganz oben habe ich dann wieder keinen Sauerstoff. Deswegen bräuchte ich so eine Art Zwischenstation oder Verteilerstation, die es aber, soweit ich weiß, nicht gibt. Warum sind so viele tote Tiere oben? Ja, okay. Ich sammle Dinge ein. Anfangen. Und so müssen wir uns jetzt peu à peu überall so eine Dinger hinbauen. In verschiedenen Höhen. Naja, oder später halt Basen bauen. Aber die Basen brauchen dann ja auch wieder Strom und alles. Ich denke, die Rezepte dafür werden auch angepasst sein. Die sehe ich jetzt noch nicht, oder? Also die Rezepte sehen noch ganz normal aus. Das ist gut. Ja, ja, das geht. Bums, Sauerstoff von einem Habitat in ein Pipe-Netzwerk. Ja. Auch ein Gegenstand, den ich nie genutzt habe. Weil warum von der Basis aus Sauerstoff irgendwo anders hinführen, wenn man einfach jederzeit in die Basis reingehen kann? Jetzt, na, schon sinnvoller. Ich habe übrigens echt Glück, dass hier keine Raubtiere waren bisher. Also wir haben Messer, das ist schon mal ein Anfang, aber trotzdem... Gold. Diamanten waren ganz woanders, ne? Es war in dem Shale-Zeug, Shale-Stein. Mach dich mal weg. Wir basteln jetzt aus. Au. Tools. Wir suchen jetzt einen Cave-Scroll vor. Das ist gefährlich, aber damit haben wir dann Repair... Ah, das Repair-Drill dann auch wieder keinen Strom. Mist. Sind die gecrafteten Batterien denn wenigstens voll? Erstmal die 4 davon. In einer Stunde kommt die Explosion. Und die soll schlimmer sein. Den Tank haben wir schon, ne? Nochmal noch eine Pumpe.
haben noch mehr davon. Ja, Stange haben wir, Paddel haben wir. Wasser ist langsam ein Problem. Ja, letztes Wasser. Bitte verdursten wir jetzt einfach nur. Also die nächsten Schwünge an Energie, die wir reinbekommen, müssen genutzt werden, um Wasser herzustellen. Also komm her, du und du. Mal reichen. Nein. Ich. Ich brauche definitiv einen zweiten. Ich brauche einen auf der Höhe und ich brauche einen hier bei da unten. Ich brauche auch neue Medkits bald. Da haben wir wieder keine Energie für. Ich kann nicht an der Stange. Oh, das wollte ich nicht. Ich kann nicht an der Stange hier irgendwo Sauerstoff rausbekommen, oder? Kann ich. Oh, doch. Ah, perfekt. Okay, wir brauchen doch nicht mehrere Pumpen. Also, wir haben eine Knabberstation hier. Und dann können wir das nach unten verlängern und da auch noch Abzweigung machen. Sehr gut. Noch eine Spielmechanik, die ich nie zuvor gesehen hatte. Weil wir haben auch nur. Also, in dem Stream. Ich glaube, in den ersten ein, zwei Folgen hatte ich einmal mit den Teilen gearbeitet, aber danach auch nicht mehr. Brauchte man halt einfach nicht, ne? Gut, dann jetzt bitte die weiter nach unten verlagern. So, hier sollte erstmal okay sein. Weil wirklich weiter runter müssen wir nicht, da ist ja schon das Ding. Gerne. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es lieber ein bisschen übertrieben, anstatt dass wir irgendwo wegen so einer Kleinigkeit dann sterben. Okay. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Pflanzen. Für Medkits. Strom, das ist gut. Wasser. Und First Aid Kit. Ich könnte mit den Pipes mich jetzt langsam in die Richtung vorarbeiten, aber ich habe hier noch nicht mal alles ordentlich entdeckt. Ich hätte eigentlich ganz gerne mehr von den Flares. Weil unsere wird bald ausgehen. So. Ich hätte gerne irgendwo Shale. Also meine Stangen. Wir sind noch relativ nah an der normalen Absturzstelle. Oh, ich glaube, das sind die Vögel. Also normalerweise, wenn man das Spiel startet, ist die Kapsel ja auf dem Wasser. Und wenn man dann rausguckt, oben aus der Kapsel, nicht unten rausspringt, sondern oben, dann sind ein paar Vögel auf dem Dach. Und die Vögel spawnen wohl jedes Mal. Aber die sterben halt, weil es
Vögel sind und weil sie 100 Meter unter Wasser spawnen. Ja. Kann man die essen? Nö. Sorry, Jungs. Dann frag. Also wir müssen weg aus diesem grünen Bereich. Im grünen Bereich habe ich, glaube ich, keine von diesen Shale-Steinteilen gefunden. Hier ist halt eher Kupfer, Gold, Silber, Titan. Und in den Höhlen waren bestimmt auch keine Sprengdinger drin. Sprengdinger sind eher hier in dem Biom. Das sieht sehr gut danach aus. Da gucken wir gleich weiter. Der Timer ist sehr verstört. Also einmal hat man ja vielleicht ein bisschen Hoffnung, solange... so lange zu überleben, um es zu sehen. Aber dann will man diesmal halt nicht aufs Dach gehen, weil die Druckwelle einen eventuell killen könnte. Und man muss davor so eine Art Mini-Base auch schon gebaut haben, damit man noch tiefer überleben kann. Weil die oberen Schichten halt alle irgendwie verstrahlt werden sollen. Und ich habe keine Ahnung, was die als obere Schichten definieren. Also wir sind jetzt bei 60 Meter. Vielleicht alles über 100 Meter? Keine Ahnung. Erstmal ein neues Medpack. Dankeschön. Lohnt sich aber erst, wenn ich noch einen Ticken mehr angeschlagen bin. Ich kann das Repair Tool jetzt craften. Ich habe eine leichte Hoffnung, dass wenigstens das Repair Tool Strom hat, weil es ist Schwefel drin. Und wenn der Schwefel reagiert mit einer Eisenplatte und Wasser, war das, glaube ich. Müsste es ein klein bisschen Strom machen. Du. So. Nein. Ja, kannst du dich rauftatschen. Das macht gar nichts gerade. Aggressives Handrütteln. Power Cells sind auch low. Vielleicht finden wir irgendwo eine Batterie. Wir könnten nach einem Wrack suchen. Ich nutze mal den Strom nur für den Fall, dass ich jetzt länger unterwegs bin, dass wenn ich wiederkomme, dass es dann voll ist. So. Hab. Ne, ich kann jetzt hier ins Craften. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da ist mein Stangenkonstrukt. Also ich würde jetzt gerne hoch, relativ hoch, um von oben dann nach einem Wrack zu suchen. Und dann müsste, erstmal kurz warten, bis Safe Taps wieder sich beruhigt hat. Genau, warten bis, ist zu hell, warten bis die Kapsel genug Energie hat, mit der Energie dann neue Pipes craften. Und anfangen in die Richtung von dem Wrack dann Pipes zu legen. Naja, das ist grün. Oh, das hier hinten war kein Wrack, das ist nur so eine... Cube. Seitlich kann ich mich einigermaßen flott bewegen. Ah, da hinten sind die Wa- Oh, sind aber viele von euch. Komischen Wahldinger.
Mir wurde nicht irgendwie aggressiv gestellt. Da ist mein Rohrsystem. Gut. Also in die Richtung habe ich jetzt nichts gesehen. Also ich gehe jetzt einmal in jede Richtung und gucke, also so für 30 Sekunden, und gucke, ob ich einen Wrack sehe. Und versuche immer wieder hier zurückzukommen. Das heißt, wir sind jetzt einmal gegangen in Richtung, wo das Teil hingezeigt hat, ungefähr. Das heißt, wir gehen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Das führt uns wieder in das Grünzeug hier rein. Und das ist schon mal gut. Ich glaube, in dem grünen Algen war nie wirklich ein Wrack, aber wer weiß. Es könnte sich auch lohnen, einfach nicht. Gar nichts. Da ist so ein Metall durch die Gegend schmeißt Ding, das will ich auch nicht. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also nicht eine Pumpe zu machen, dann ganz viele Stangen weg, sondern einfach jetzt fast Max Dauer. Oh. Fast Max, wo ist meine Rohr? Ah, hier. So, also wir haben hier über 60 Sekunden, wo wir in eine Richtung schwimmen können. Das heißt, wie ich das eben gerade auch gemacht habe, wir schwimmen dann 50 Sekunden in Richtung Norden, wo auch immer Norden ist. Und bauen dann da ein so neues Schwimmpump-Ding hin mit nur einer Stange, dass wir halt an der Wasseroberfläche Sauerstoff bekommen können. So, das war jetzt einmal hier in die Richtung, einmal da in die Richtung. Jetzt gehen wir rechtwinklig. 70 Sekunden haben wir. Wir können auch bestimmt nochmal Höhlenschwefel finden, aber das brauchen wir gerade nicht. Die Bojen werden jetzt auch super wichtig. Können wir auch mal gucken, was sie so brauchen. Ich muss gleich schon wieder zurück. Ne, ist ja nichts. Okay, zurück. Bojen werden super wichtig. Weil momentan habe ich nur die eine Markierung von unserer Kapsel. Und daran orientiere ich mich so ein bisschen, weil ich weiß, wenn ich Richtung Kapsel gehe und dann ein bisschen höher, müsste da mein Rohrsystem sein. Oh. Oh, wir sind weggekommen. Sehr gut. Ah, da sind meine Stangen. Wir sollten inzwischen wieder genug Strom haben. Das heißt, jetzt geht's runter. Das geht hier einigermaßen flott. Die Leuchtfackel hält übrigens sehr lange. Bin ich positiv überrascht. Strom. Medkit braucht noch. So, du gibst mir bitte ein so ein Pumpding. Titan. Und Stangen. Jo. Hast beide zwei Titanen, ne? Klar, es ist fast doch sinnvoller, einfach nur Pipes zu craften die ganze Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vorsichtig. Ah, ich muss auch dran denken, wenn ich jetzt ein schönes Pipesystem an der Wasseroberfläche mache und in 40 Minuten macht es BUMM, dann bringt mir das ganze Pipesystem da oben nichts.
40 Meter, das wird alles verstrahlt werden. Ich musste nur kurz vor den 40 Minuten 10 Rohre oder so nehmen und runterknapseln. Heißt, ich gehe jetzt von hier aus, ich folge jetzt denen da. Gib mir die Rohre. So ein Spieltypi. Die greift man manchmal aber auch an. Ich kann mir gut vorstellen, dass die hier einen eher angreifen, als mit dem Metall zu spielen. So. Das war jetzt schon bestimmt 50 Meter. Wow. Brauchen wir ein neues Titan. Wenigstens wird es wieder heller. Da sind die ganzen Wahldinger. Da ist ein Wrack. Jo. Okay, wir haben sie. Und zwar hoffen, dass da Kisten drumherum liegen und dass in einer Kiste eine Batterie ist. Und die Batterie in den Kisten Strom haben. Das ist unsere Hoffnung. Schön, ne? Schaff ich. Guck mal. 70 Sekunden. So weiter da, ne? Und zwar ziemlich weit unten. Da müssen wir nochmal Rohre setzen. Ich hätte mir ein Rohr aufbewahren sollen. Weil das Ding hier alleine macht nichts. Nee, da komme ich nicht hin. Okay. Ich baue ein Rohr ab, nimm das Rohr mit, schwimm möglichst nah dran an das Wrack, lass den Schwimmer hochfliegen, setz ein Rohr ran, nuckel am Rohr und geh dann runter. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Da schaust du von 100 Tiefe. Explosion will produce shockwave over 100 Meter. Wenn die Welle 100 Meter über dem Meeresspiegel ist, wie viel von unten nimmt es dann, um die Welle oben produzieren zu können? Auch 100 Meter oder wie funktioniert die Physik? Eieieiei. Wenn er sterben. Aber hey, ich habe jetzt schon eine ganze Weile überlebt. Bin positiv überrascht. So weiter links, ne? So, und ich muss näher an die Oberfläche, damit wir gleich die Stange ransetzen können und dann runter. Nächstes Problem, was ich sehe, wenn ich dann gleich runtertauche in 2 Schritten oder was, also erstmal das Ding oben bauen, dann die Stange, ne? Aber wenn ich dann gleich runtergehe, ich komme vielleicht, oh. Oh. Na, hau schön ab. Komm dann vielleicht nicht wieder hoch. Ist er noch da? So, erstmal testen, kann ich so dran atmen. Ne, scheinbar nicht. Okay, also man braucht mindestens ein Rohr. Ich sehe keinen Sandteil. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Ich sehe schön viel Schrott, aber ich sehe keine Kiste zum Aufmachen. Das hatte ich eigentlich ein bisschen erhofft. Sachen zum Scannen, aber wir haben keine Batterien zum Scannen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, und jetzt bin ich tot.
weil ich nicht schnell genug hochkommen werde. Da ist es. Also ich kann vielleicht gleich hindashen und hoffen, dass ich... Dass der Filter das irgendwie countert? 12 Sekunden, 9. Okay, ich muss hin. Okay, okay. Vielleicht auch die Hotkeys unten nutzen für Heilung und so. Gut. Ich brauche mehr Stangen. Also Basen werden hier ein Muss später. Ein absolutes Muss, schön verstreut Basen zu haben. Oh, oh, oh. Schön verstreut. Hier ist noch ein Sander irgendwo. Schön verstreut Basen zu haben, dass man immer wieder hier aufführen kann. Ich habe so keine Boje, um die hier zu setzen. Die habe ich auch vergessen zu checken. Ich gehe jetzt in die Richtung und da sollte ja gleich eine Stange sein. Das Schlimmste, was sie jetzt noch machen können, ist, wenn manche Tiere patrouillieren in anderen Gebieten, wo sie eigentlich nicht hingehören. Wie zum Beispiel er hier. Oh, du hast echt eine gute Aggro-Reichweite. War eigentlich ein Scherz. Geh weg. Das mit dem Rumwedeln scheint funktionieren zu können, oder? Bisschen. Gott. Also genau, das, weil normalerweise weiß man ja, ich bin jetzt in dem Gebiet, zum Beispiel das Startgebiet, das normale alte Startgebiet. Wenn man da drin ist, weiß man, da gibt es nur diese Bomberfische, aber wenn man nicht in die Höhlen geht, ist alles gut. Und sonst gibt es, glaube ich, keine aggressiven Kreaturen. Die Sandhaie sind ein bisschen weiter außerhalb. Aber wenn es sowas wie roamende Kreaturen geben würde, dann wäre man halt nirgendwo wirklich sicher. Das Ding sollte jetzt ja voll Strom haben. Jupp. Dann gib mir das Mapback. Dankeschön. Und... genau, Pipes. Damit wir runterkommen zum Wrack. Sonst haben wir nicht wirklich irgendwas. Ich nutze den Strom aber, um ein so ein Ding noch zu zerlegen. Fiber Mesh herzustellen. Noch ein extra First Aid Kit. Oh, ein zweiter Tank. Das habe ich ganz vergessen. Ja, 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 ja. So, den ausrüsten und auffüllen. Auch eine Sache, die ich in den ersten Streams gemacht hatte und dann später nicht mehr wirklich brauchte, ne? Das kannst du trinken. Wir haben bald kein Wasser mehr. Du... haben gleich kein Essen mehr. So. 30 Minuten. Schön vorarbeiten. Und warte, ich kann ja schon mal in die Richtung gehen, aber auf der unteren Höhe bleiben. Richtig.
Da sind die Elefanten. Da müsste irgendwas Wrack sein. Sehe das Ding oben noch nicht schweben. Hat irgendwas Puff gemacht. Ein bisschen irritierend. Wenn jetzt irgendeines von diesen Viechern die Pumpstation entführt hat, ne? Drehe ich am Rad. Da hinten. Ne, ich sehe es da blubbern. Gut. Weil das kann ja auch passieren. Im Stream ist es, glaube ich, keinmal vorgekommen. Privat ist mir einmal vorgekommen, dass er eine Kamera gemobst hat. Aber wir haben normalerweise auch nicht so viel Kleinkram im Wasser, ne? Oder komm, halt, komm, halt. Okay, der muss sterben, sonst können wir uns hier nicht umgucken. Sauerstoff. Wo ist er? Da ist er. Neues Ziel, Sandhai töten. Yo! Komm zurück, kleiner Sohn. Das ist zwei. Ich habe noch nie so mein Leben gekämpft. Gegen Minifische. Sauerstoff. Aber es scheint so, als wenn man mit dem Messer rumwedelt in der Nähe von den Dingern, dass sie das dann irgendwann merken und sich eher zurückziehen. Man kann sie verschrecken. Ich weiß nicht, ob es bei denen hier so gut klappt, aber der Sandhai ist jetzt schon mehrfach abgehauen. Ist tot. Sicherstellen. War noch ein zweiter hier. Okay. Da ist er. Was machst du da? Er hält da aus. Oh, das ist noch ein kleiner. Schnell. Gelb. Detecting increased foreign bacterial levels in the water. Performing a self-scan is advised. Ich würde mir ja gerne scannen, so, ne? Aber ich habe immer noch keine Batterie. Irgendwo hier rein. Da ist ein Loch. Yay, ein PDA. War das gerade über Margaret? Ja, ein PDA bringt uns jetzt nichts. Gott. Tot.
kommen die auf einmal her? Alles Blaues. Ja. Ah. Ist nur Deko. Also da will ich gerade mal rein. Aber erstmal wieder Sauerstoff. Und die... Boah, Arsch. Wow. Letztes Medkit. Den haben wir schon ein paar Mal gut erwischt. Er sollte nicht mehr so viel aushalten. Trotzdem ist meine Neugier jetzt zu groß. Damit. Ja. Da unten könnte man noch weiter rein. Das ist mir ein zu großes Risiko, gerade mit der Orientierung. Oh, hey, hey, hey. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich glaube, er ist tot. Ich eventuell aber gleich auch, weil ich zu schnell aufsteige und noch 20 Sekunden habe. Und kein Medkit. Boah, das könnte hinhauen. Stopp. Ja, alles gut. So übel sein in Real Life als richtiger Taucher. Ja, du bist tot. Dreht um. Oder? Wenn ich jetzt wegschwimme, beißt er meinen Rücken nicht. Ich lass ihn kommen, weicht dann zur Seite aus. Was machst du da? Ich bleib da irgendwo an der Stange hängen. Ah ja, ist schneller. Besser weg. Wo ist er? Also. Und ja, es ist gerade unnötig gefährlich. Aber ich denke halt nicht, dass mir ein Rücken beißt, wenn ich wegschwimme. Deswegen will ich den Bastard in hier wischen. Das hätte ich auch noch gerne erlebt. Time of Death 53 Minuten 15 Sekunden. Sand Shark. Jo. Aber ein ordentlicher Sprung, was Score angeht. Das auf jeden Fall. Aber ja, es hat was. Ich denke, ich werde es jetzt noch ein paar Mal machen, aber halt ohne euch. Dann werde ich auch wesentlich vorsichtiger sein, indem ich einfach nur viel mehr grinde. Also gerade was Titan angeht, ein ordentliches Netzwerk aufbauen aus den Rohren. Wobei ich mir sehr gut vorstellen könnte, wenn man es zu sehr übertreibt in der Richtung, dann kommt halt irgendwann die Welle.
und macht einen kaputt und ähnliches. Aber sei es drum. Ich kann auf jeden Fall den Death Run Mod empfehlen für Leute, die Subnautica sonst schon so weit gespielt haben und nicht mehr wirklich wissen, was sie tun sollen. Das macht nochmal einen ordentlichen Schwung rein, gerade was die Herausforderung angeht. Und sonst, wenn euch das zu viel ist und zu hardcoreig ist, dann einfach nochmal auf dem Mod Nexus durchgucken, weil da gibt es echt viele andere Mods. Was Dekokram angeht, was aber auch so ein bisschen Factorio-Style-Sachen angeht, dass man, wobei das nicht im Mod Nexus, sucht dann einfach Return of the Ancients, müsste das sein. Aber das ist das Ding, was ich schon mal erwähnt hatte. Da muss man halt bei den Patreon sein, also das kostet. Ist aber gut. Und da kann man dann halt selber auch Minen bauen und Stromversorgung zu anderen Basen und Teleporter aufbauen und sowas. Ohne das gibt es sonst noch Mods, die neue Kreaturen hinzufügen. Das macht es weiter unten wesentlich spannender, weil halt mehr aggressive Kreaturen da sind. Um das auszugleichen, gibt es noch sowas wie das Alien Rifle oder die Pistole als Mod, die man aber auch erstmal finden muss. Ja, also wie gesagt, Subnautica Mod Community ist aktiv. Ist nicht so riesig bisher, aber ich hoffe, das wird nach und nach. Die sind jetzt auch bei Below Zero dabei, die Mods da nach und nach hinzuwuseln. Und das wird schon. Ich hoffe, euch haben die drei Tode gefallen. Und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.